Willkommen zurück zu einem neuen LS22 Singleplayer, Single Let's Play hier auf der Hof Bergmann. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare, jetzt will ich mal Luft holen, man. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Und ja. Wir sind jetzt gut am Kalken vom letzten Acker, der war jetzt eigentlich nur Wintertreu gekriegt. Und dann was ist das eigentlich? Da ist eigentlich das Jahr für uns bis auf die Ernte erledigt, weil die anderen Acker, wenn man maximal, ja gut, der will eh alle, der will eigentlich will ich alle bloß leicht umreißen, gut, außer zwei, der will ich umackern, aber da kann ich überall gleich einen Kalk drauf fahren, weil es schon wurscht ist. Und ja, ein bisschen was hat sich verändert, wir haben einen anderen Steuer gekauft, also ich habe jetzt den Harvey gekauft, ich würde den schon lang haben. Ah, auf der alten, am alten Selfcom Show habe ich gesagt, ich komm jetzt, ich kaufe mir jetzt, was ist, jetzt ist es wurscht. Habe ich gesagt, ich komme jetzt kaufen. Dann den Comic, also ich habe zuerst den Johnny gehabt, den 78er wieder. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe so einen schönen Fendt-Mod gehabt, so einen alten, so alte Fendt 7800er. Ich habe gesagt, ich komme dann, nehmen wir den. Jetzt hat aber das mit dem Fondlauer nicht gekauft, weil es sollte, oder weil ich das haben möchte. Dann habe ich gesagt, ich komm, hau weg das Ding. Kaufe ich gleich einen Comic. Ja, jetzt haben wir 190 PS. Und das passt mir eigentlich, sogar ehrlich gesagt. Also das finde ich, passt eigentlich am ehesten. Auch wie am Strahler und so. Dann habe ich jetzt die Grünantenne schon eingekauft. Und ja, da kommen wir gleich dazu, weil wir jetzt dann eh gleich wahrscheinlich zum Händler fahren, wenn wir wieder wegen einen Kalk holen. Ich schenke es halt, wir können jetzt durch den Realistic Seeder, können wir in Kalk aus der Straße auslohnen. Und das finde ich schon mal echt Bombe. Und eigentlich auch echt perfekt. Von dem her. Ja, so. Also jetzt machen wir da erstmal gleich GPS bauen hier. Dann wir gleich mal speichern. Auf die Nummer 1. Anwählen. Zack. Genau, also da ist schon mal so dieses da, das wird jetzt dann gemacht, weil es schön ist, wir brauchen gar keine Heilbahn pressen, weil wir haben Heilbahn am Schaufstelltag drüber liegen und die können wir hernehmen, das sind ja eh unsere. Und ja, dann habe ich mal wieder wegen Gebrauchtwarenmarkt geruscht. Wie gesagt, da kommen wir jetzt dann eh gleich dazu. Dann kann ich euch alles erzählen. Weil, ja. Was ich halt jetzt nicht verstehe, ist, dass es so komplett umgewachsen ist. Also komplett flächendeckend, obwohl Precision Farming und so. Ne? Ja, da müssen wir mal arbeiten, wenn wir mal gesagt haben, was dann ausschaut. Ob das dann auch wieder so stark flächendeckend ist oder ob das wieder bloß punktuell ist. Wollte, wir waren auf der alten Version, was ist nur einer? Ja, am alten Selfcam, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, naja. Genau, wir haben ja schon am Ausland. Ich werde den alten Saarplan wieder mit übernehmen, sprich praktisch. Da am Walzaffer, am anderen Acker drum der Gersten hin. Was sich halt ändern wird, ist halt der Feier Acker, da werden sie ein wenig ändern. Bis auf, also, einer, Day 3, der wird wieder Kartoffeln, definitiv. Da habe ich gar nicht umeinander. Da mache ich wieder Kartoffeln auf und dann passt das Ganze wieder. Und, dann bauen wir gar nicht lange umeinander. Bauen wir nicht lange umeinander scheißen, haben wir gleich alles perfekt. Aber, wie gesagt, Großmann stellt es dann noch an, wenn man, aber jetzt probiere ich erstmal die ganze Feldarbeit fertig machen. Sprich, kalken, mit dem Körper leicht einarbeiten, dann aussehen, walzen und dann erst will ich aufs Groß gehen. Also dann will ich erst groß machen. Weil vorher, jetzt dazwischen ist Großmann eigentlich schon, nein, machen jetzt. Also, wenn wir Lohnunternehmer waren, vielleicht ja, aber was so jetzt, nein. Dem hier. Genau, wo ich noch am überlegen bin, und zwar, ich bin am überlegen, na toll, für die letzten paar Meter hat es wieder nicht gelangt. Und zwar, ich bin am überlegen, dass wir eventuell den Geräteträger verkaufen, weil wir haben ja den New Holland, den alten, den 8000er, und ich muss eigentlich sagen, der war eigentlich fast besser für den Futtermischer und so, weil der Geräteträger. Deswegen bin ich am überlegen, dass wir den Geräteträger wegnehmen. Weil, was haben wir mit dem Geräteträger groß noch gemacht? Eigentlich nichts mehr, außer wirklich nur noch Futtermischer gefahren
und Bahn aufgelöst. Das kann der New Holland auch. Die hat sogar wegen mehr Leistung, meine. Das kann der New Holland auch. Milchfahren können wir dann auch noch mit New Holland. Da haben wir ein Gerät gehabt, da können wir auch New Holland immer. Und mit dem New Holland können wir halt dann noch sagen, okay, gut, mit denen halt auch noch die Mehlsäcke und sowas holen. Was für uns jetzt dann im September auch noch Arbeit ist. Alter, jetzt lass mich erst Assi. Das wird jetzt dann auch noch Arbeit sein, dass wir wieder weniger Geld anerkennen, weil wir brauchen ja nur Geld. Wir müssen nur Saku kaufen, wir müssen. Ja gut, da klang dann hier Maispflücker Vorsatz zum Mieten. Sonnenblumentisch, weiß ich nicht, wenn wir vielleicht auch erstmal bloß mieten. Und dann. Ja, im Frühjahr brauchen wir definitiv Einzelkorn, weil sonst können wir unser Zeug gar nicht aussehen. Sprich, Soja und Sonnenblumen. Können wir dann gar nicht aussehen. Also, Soja schon, aber Sonnenblumen halt nicht. Von dem her. Da werden wir dann noch wegen einen investieren. Und. Nur was? Nein, eigentlich nicht. Ja gut, jetzt hat noch Kalk, Saatgut werden wir nochmal brauchen, definitiv, also wir werden definitiv nochmal Saatgut brauchen. Weiß zwar nicht wie viel, aber irgendwas werden wir auf jeden Fall brauchen. Also ich will mal so ein Weizen Big Bag Saatgut wie immer kaufen. Und ja, so, jetzt seht ihr schon die Technik zum Teil. Ich kaufe jetzt bloß mal nochmal schnell genau, das muss ja gelangen. Genau. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Technik selber an. Also wir haben wieder ein Glas Cargo-Ladung. Diesmal habe ich den Mod gleich nochmal. Sprich, wir haben da eine Abdeckung drauf, wir haben da ein wenig ein Zubehörzeug. Kann man das eigentlich wegnehmen oder was? Hä? Sind blassi? Da sind blassi, geil. Ich bin jetzt ganz bescheuert. Jetzt bin ich echt blöd. Dann natürlich haben wir da unsere Mavica. Und ich stelle jetzt mit Simplassi können wir halt auch an die Kugeln. Hier kommen, ne? Wir können halt wirklich hergehen, ne? Da kommt da, ploppt da halt X auf, zack, bumm, fertig. Und wir haben einen Glasliner gekauft, also ich habe den gekauft, weil der bei den Gebrauchtmaschinen drin war. Und dann haben wir den gedacht, warum denn nicht? Warum soll ich den nicht nehmen? Der ist, was haben wir jetzt glaube ich gezahlt? Ich glaube 37. Na, schmau nicht einmal. 34? Und ist schon deiner wie der. Also mit mehr wie die Hälfte haben wir gespart. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, ich nehme jetzt deren. Ist zwar Viergasler, nicht mein Fall, aber hey, why not? Ist gleich war gewinnen, wenn jetzt wirklich übertrieben gesagt, die Grunde mehr weggeht, da drinnen gewinnen werden. Eben, also gebraucht drin gewinnen werden. Dann hätte ich auch gesagt, ja, dann kaufe ich doch die Grunde mehr weg. Nicht weil ich die Arbeitsbreiten brauche, sondern weil ich mir ein Güter schon spare. Im Normalfall. Also gut, war darauf angekommen, weil ich viel, aber. Na, ihr wisst, was ich meine. Und genau, das ist jetzt eigentlich so die Technik, die wir jetzt dann noch haben. Natürlich, der braucht nur eine Schaufel, ein Gewicht zum Silo bauen und so. Aber wir werden das Silo, also den Schnitt jetzt dann, werden wir definitiv bloß isolieren. Also im Ladewagen und den anderen werden wir wahrscheinlich halber machen. Wenn wir mal schauen. Weil wir brauchen halt echt ein Geld, dass wir halt sau viel Kälte kriegen. Da wird die Hoffnung durchs Müll. Da kann man eigentlich gerade mal schauen, weil daher, dass das gerade ist. Oder was wir halt kriegen, weil wir haben sie sowieso in Sackwahl. 400, wann ist denn das sicher? Super, ich kann jetzt nicht bis im Januar in der Mühle drin laufen. Das hat nicht die. Und glaube am Kipper aufpassen dort auch nicht alles. Scheiße. Speiser die. Überlegen wir noch was. Aber ich denke mal. Ja, wobei. Vielleicht kriegen wir es eigentlich. Ich weiß nicht, müssen wir schauen. Von dem her wird schon funktionieren alles, wie es soll. Hoffe ich mal. So, also auf jeden Fall, wir haben am Kalken bei dem da war. Und da seht ihr selber, wie ist der Helfer mit der Sammelschule unterwegs. Und jetzt schau ich erstmal, dass wir der Vierte werden. Und wenn wir der Vierte haben, müsste der theoretisch auch Vierte sein. Das heißt, wir können dann hergehen und können. Da drum wir dann gleich walzen. Dann können wir. Derweil kann der in den unteren Acker aussehen. Dann können wir mal so Piano zum Großmann herrichten. Und. Ja, dann schauen wir mal.
Weil ich denke eh, dass wir in... Ich denke mal, wir werden im Fendt wieder Hibaren. Also denke jetzt mal, ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass wir eventuell im Fendt Hibaren, aber abwarten. Und wenn wir im Fendt Hibaren, why not? Packen wir sie dann. Mit 240er Leistung. 220 Beachter. Passt doch. Hätte ich gesagt. Aber bis dahin ist noch ein wenig hin. Wir haben noch Zeit. Wir haben den ganzen September jetzt Zeit für unsere ganzen Arbeiten. Sprich, Großsilieren, Asen, Walzen, Müll fortfahren. Geht jetzt Träger abfalten? Ja, nein, vielleicht. Und so weiter und so fort. Die Zeit haben wir. Aber da bin ich mir jetzt nur. Ich bin mir echt nur nicht sicher. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, geht jetzt Träger weg. Auf der anderen Seite denke ich mir so. Aber wir können ja nicht mehr brauchen. Wir können ja nicht mehr hernehmen. Weil wir haben in Holland letztens. Wir brauchen nicht nur im Fenster zu, der was sinnlos umeinander steht. Dann nehmen wir lieber bloß in Holland. Also ich denke mal, wird der Geräteträger weichen. Glaube ich wirklich. Aber warten wir mal auf. Müssen wir jetzt echt warten, was kommt. Was kommt vor allem. Und wer jetzt dann unsere Ausbeute ausschaut vor allem. Auch von der ganzen Resternte jetzt dann nur und so. Von dem her. Da müssen wir halt nur wegen schauen, aber ansonsten. Nehmen wir mal. Ja. Ja gut, ich bin am überlegen, ob man vielleicht da dann auch noch einen Helfer einer drin. Weil dann können wir ein paar Leder zu die Müllsack holen. Müssen wir mal schauen. Das ist ein wenig. Naja. Gut, aber. Sehen wir ja dann. Wenn wir soweit sind, dann sehen wir schon. Oder wie heißt es so, wenn wir. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wie jetzt gesagt. Genau, ihr seht ja, wir haben einen Comic jetzt. Ich hatte zuerst noch einen anderen gehabt, aber. Das war nix. Aber mei. Ja, toll. Komm doch mal jetzt mit dem Ring daher. Wann noch? Okay, gut, spät im Bug, glaube ich. Ganzen September soll ich wieder bronzen. Super. Naja. Abwarten, Kaffee trinken und richtig. Blödschauer. Nein, ich denke, ich will das selber. Ich will es selber kuppern. Ich will es selber kuppern, weil. Weil ich einfach was zu habe. Ich habe jetzt erst überlegt, da oben öh, dich öffnen und hier und da und überall und keine Ahnung, aber. Nein, holen wir den Cut. Geh, komm, go. Los sei. Den Kampf fangen wir gar nicht an. Aber das Schöne ist halt, mit dem Bulldog kann man zur Not auch zum Mann fahren, wenn es einmal war. Sprich, da eine ist gut im Feldbau unterwegs. Meinetwegen mit der Meistermaschine. Wir haben mit dem Deiz und mir. Oder der andere. Oder meinetwegen der Fendt ist gut am Aussehen oder was. Und der Deiz hängt am Körper und durch dabei die nächsten Acker hier. Dann können wir so, okay, wenn wir mit dem dabei machen. Das ist perfekt. 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 Von dem her. Aber, mei, ist halt so. Kann man nichts machen. Aber, wie gesagt, auf jeden Fall, Leute, Plan ist jetzt so. Nein, ja. Gersten, Wolz. Soja, Kartoffeln, Sonnenblume, Hirse, irgendwas.
Schauen wir mal, sagt der Beckenbauer. Schauen wir mal, das sehen wir schon. Hört ihr jetzt mal so frech behauptet. Auf dem hier. Naja. Aber das sehen wir alles die nächsten Male dann, wie es ausschaut. Deswegen. Ja Leute, wir haben schon wieder am Ende von der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe natürlich, bei euch hat das Video gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Haut mal euer Feedback in die Kommentare. Und ich dazu, wir sehen uns dann nächste Woche am Montag wieder. Welche Karte, weiß ich selber noch nicht. Aber bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall was. Haut rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.